So, herzlich willkommen zum ersten Spiel am vierten Tag hier in der RSL. Nordseewelle gegen BW Inferno. Mal gucken, wie das hier so ablaufen wird. Ich muss nochmal kurz gucken, wie die Tasten hier alle funktionieren. Da geht alles weg. Wo geht nochmal was? Da kann man das einblenden, da kann man den Schatten ausmachen. X, da kann man das wechseln, okay. F, da macht man den ganz aus, okay. Ah, okay. So kann ich das ausblenden, falls mal ein Fight kommt. Das sieht ja natürlich auch schöner aus. Manuelle Kamera, nee, das will ich nicht. Ich möchte... Hä? Kann er jetzt bitte wieder verfolgen? Warum verfolgt die Kamera jetzt nicht mehr? Ach, jetzt wieder. Okay, jetzt. Das war ein kleiner Fail gerade. So. Der Rexai-Skin ist irgendwie mega nice. Was schreiben die da die ganze Zeit? Okay, egal. Mal gucken, wie das hier abgehen wird, das Spiel. Ich bin sehr gespannt, wie sich Nordseewelle das erste Mal schlagen wird hier im Turnier. Spielen ja heute zum ersten Mal für die Zuschauer, die jetzt auf YouTube zugucken und nicht wissen, was hier abgeht. Sie haben gegen ein anderes Team getauscht, was nie anwesend war und deswegen dürfen sie jetzt hier einspringen für das Team. Deswegen ist das heute ihr erstes Spiel und ja. Naja, mal gucken. Also, Fiora gegen Olaf. Ich würde sagen, Olaf ist im Moment ziemlich... Also ich sehe ihn auf jeden Fall ziemlich oft im Moment. Vor allem auf der Top-Lane. In Jungle auch manchmal. Ich weiß auch nicht, warum auf einmal jeder ihn pickt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie ein Update für ihn gab oder also, dass da irgendwas von ihm richtig OP mittlerweile ist oder so. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, Olaf könnte das hier auf Toplane gewinnen. Ihr seht es auch schon, Alter, der Damage ist einfach so krass von Olaf. Da seht ihr es, da geht die Fiora fast down. Lucian und Poppy. Ich merke jetzt erst, dass Poppy Support ist, was? Das habe ich jetzt erst gemerkt. Alter, Leute. Was geht hier ab? Ja, Poppy Support habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Noch nie irgendwie selber mitgespielt oder gegengespielt. Weiß ich nicht, was das bringt. Mal gucken, können wir uns ja in diesem Spiel drüber überzeugen, also... Ja. Macht hier auf jeden Fall schon mal ein Engage. Macht schön Damage auf den Trash, muss man sagen, obwohl sie nur Support ist. So, jetzt wird wahrscheinlich die erste Action in der Midlane geben, wenn die Kamera mal hinschwenken würde, was sie nicht tut. Chillt die ganze nur auf der Toplane und auf der Botlane die Kamera. Rexai würde da jetzt wahrscheinlich hochkommen und den Olaf ganken. Olaf ist auch mittlerweile ziemlich deep, aber er hat da einen Ward stehen. Die Rek'Sai kommt da auch rein, flasht sich mit ihrer W auf den Olaf und das wird First Blood für Rek'Sai. Krass. Schöner Gank auf jeden Fall von NSW hier. Und schon First Blood in der vierten Minute. Das war ein schöner Gank. Hat den Flash abgewartet, hat den Flash abgewartet und hat den selbst geflasht mit der W drauf und somit war es denn der First Kill für NSW. So macht man das. Poppy Engage hier wieder, trifft den Stun leider nicht auf den S. Muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, wird vom Trash zurückgeflinkt. Aber da passiert nicht weiter was. Fiora ziemlich tief am Tower hier und wird sogar schon getowershottet, aber... Wird ihnen wahrscheinlich nichts ausmachen. Rek'Sai und Volibear betteln sich da jetzt mittlerweile beim Drake ein bisschen. Oh, Lucian wird hier alleine gelassen. Muss ein bisschen aufpassen. Poppy kommt jetzt da wieder rein, aber sie muss daran denken, dass die anderen auch noch da sind. Jetzt vielleicht ein Battle direkt auf der Botlane hier. Wenn der Trash einen Hook trifft, dann könnte das sogar was werden. Poppy engagiert ziemlich hart am Tower. Das wird der... Oh, lol, der Minion hat sich da mitten zwischengestellt. Lol, nur wegen dem Minion, wegen einem Minion, Alter. Das würde mich jetzt richtig aufregen, sonst wäre das wahrscheinlich ein Kill auf der Poppy gewesen. Der Minion hat das Leben von Poppy gerade gerettet. Das ist natürlich böse. Ja.
Diese Musik im Hintergrund, ne? Ich hab keine Ahnung, ob man das hört. Naja. Also, bis jetzt ist hier noch nicht wirklich was passiert weiter. NSW hat natürlich den kleinen Goldvorteil von First Blood. Sonst sieht es eigentlich relativ gleich aus. Ja. Groß passiert ja auch nichts. Victor und Ari haben wir in der Mitte noch gar nichts gesehen. Ich würde gerne mal, dass die Kamera ein bisschen wechselt, aber das macht sie irgendwie nicht automatisch. Doch jetzt. So, Fiora ist jetzt Level 6 vor dem Olaf. Das ist natürlich der First-Blood-Vorteil. Macht jetzt auch schön den Dodge hier mit ihrer W. Jetzt kriegt sie aber ihre Ulti wahrscheinlich nicht ganz drauf. Muss jetzt auch ein bisschen aufpassen. Ah ne, das ist ja sein Rek'Sai. Und das wird das nächste, der nächste Kill. Also hatte sogar ohne Rek'Sai den Kill holen können. Apex Cryptlord is hosting you. Letzte Woche war gar nichts. Da war gar kein Stream, Leute. Da fiel das aus. So, kann der Mauszeiger mal wieder weggehen, bitte? Okay, danke. Ich würde euch ja gerne bessere Qualität anbieten. Aber das Internet ist immer noch scheiße bei uns. Es ist einfach so schlecht. Es macht auch keinen Spaß damit, irgendwie zu zocken oder so. Das ist einfach nur richtig scheiße. Jetzt schön das Stun von der Poppy auf den Israel. Kriegt da jetzt auch das Schild von Trash drauf, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen, oder? Doch, das reicht. Poppy muss jetzt sogar selbst aufpassen, dass sie da nicht mit in den Tower gezogen wird. Schön gemacht von der Poppy, aber leider hat es nicht ganz gereicht. Schade, schade. Ari kriegt jetzt hier einen Blue Buff. Muss sogar noch ein bisschen den Buff tanken. Auch nicht schlecht. Victor pusht jetzt ein bisschen hier die Midlane durch, aber das wird nicht viel bringen. Rek'Sai hat sich ihr Blue genommen? Hat sich Rek'Sai selbst das Blue genommen? Muss ich jetzt nicht ganz verstehen. Ja. Ja, Leute, ich muss noch mal kurz hier was einstellen. Alert. Ich muss den Alert hier auch noch mal in-game machen. What the fuck, Alter, das meinte ich. Danke, dass das genau jetzt kommen muss, wo ich das gerade einstelle. Danke. Alter, Leute. Ist nicht euer Ernst. Warum muss das genau dann kommen? Naja, egal. Danke sehr. Wer hat auch immer, wer auch immer gefollowt hat gerade, ich habe es nicht mitbekommen. Ach du Scheiße, Alter. Naja. Jetzt hier der Fight auf der Botlane. Poppy muss da ganz schnell weg. Lucian wird jetzt auch wahrscheinlich drauf gehen, der hier ein bisschen zu spät. Ashwin holt sich hier seinen ersten Kill ab. Flasht jetzt sogar noch auf die Poppy und das wird wahrscheinlich der nächste Kill werden, oder? Ja, der Trash holt sich ihn mit seinem langen, dicken Haken. Und ja. Botlane hat sich hier zwei Kills weggesnackt. Boah, schöner Damage von Victor auf jeden Fall. Wollen sich jetzt hier den Drake snacken? Trash geht auch rein mit seinem Hook. Aber das wird wahrscheinlich jetzt seinen Tod bedeuten. Der Drake geht sowieso an NSW. Trash kommt da doch aber über die Wand rüber. Hat sich darüber geflasht. Ja, der Trash kommt unmöglich noch weg. Wenn er da jetzt noch wegkommt, dann... Ja, okay. Das war's mit dem Trash. Victor holt sich seinen ersten Kill hier. Ne, sogar sein zweiter war doch schon. Pushen jetzt hier zu viert oder nee, gehen lieber back 2. Wir waren auch ein bisschen zu low dafür.
sind jetzt hier zu fünft auf der Botlane, wollen den Botlane Tower wahrscheinlich durchpushen. Das werden sie jetzt auch tun, müssen aber aufpassen, weil Ahri ist ja in der Midlane und Olaf ist auf der Toplane. Das könnte ein bisschen riskant sein, weil sie jetzt zwei Tower verlieren könnten. Obwohl der Midlane Tower ist, glaube ich, noch nicht so hart damaged, also... Oh, dieser Mauszeiger, ne? Warum geht er nicht einfach von alleine weg? Rek'Sai kommt da jetzt in die Midlane. Ahri muss ein bisschen aufpassen. Rek'Sai ist jetzt sofort bei ihr. Trifft auch seinen Skillshot. Aber Ahri kommt da easy weg. Rek'Sai wurde, glaube ich, sogar noch Geminion blockt. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Da steht einfach ein random Pink Ward. Wofür auch immer. Also ich muss sagen, es verteilt sich jetzt mittlerweile schon auf alle Lanes hier. Irgendwie sind überall alle. So wie ich das hier mitkriege. Oh, das war böse. Direkt in den Tower rein mit seiner E. Mit ihrer E, das ist ja ein weiblicher Champion. Rek'Sai vergesse ich immer wieder. Und wurde dann sogar noch gescharmt von Ahri und dann war es das. Unnötiger Kill, den sie hier abgegeben hat. Ich wollte gerade was trinken, Alter. Wehe, du killst jetzt den Typen. So, danke. Oh, Fiora geht hier in den Tower rein und das macht sie easy. Kriegt sogar noch ihren Kill. Lol. Victor flasht sich einfach mal aus dem Trash-Hook, obwohl er überhaupt nicht getroffen hätte. Das war ein Wasted Flash, meiner Meinung nach. Aber sicher ist sicher. So. Also bis jetzt macht Nordseewelle das ganz gut. Fiora 2 Kills, Victor 2 Kills und Rek'Sai 2 Kills. Lucian leider noch kein Kill, was eigentlich ganz gut wäre. Aber jetzt kommt das Smite hier auf den Trash, bringt aber nicht wirklich was. Und der wird schon wieder rausgecatcht hier. Poppy geht es aber rein, geht alles drauf auf den Ezreal. Lucian fällt seine Ulti ein bisschen, aber der Ezreal stirbt trotzdem noch. Double Kill für den Victor und ich weiß nicht, ob der Drake schon bald wieder ab ist. Nee. Da oben ist kein Zeichen, was den Drake anzeigt. Rek'Sai wurde da schon wieder ein bisschen dumm gecatcht. Also nicht gecatcht, aber er wurde da blöd gehuckt wieder. Aber irgendwie hat er es trotzdem noch überlebt. Das war aber, glaube ich, ziemlich knapp. Wäre die Poppy nicht sofort an seiner Seite gewesen, dann wäre es, glaube ich, nicht so schön ausgegangen. War das gerade für ein Ton? So, never mind mit dem Internet. Was meinte ich? Die Verbindung ist fehlgeschlagen. Aber ja. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen hier nicht mitbekommen. Mittlerweile steht es 11 zu 7, 11 zu 8 meine ich. Streamst du mit Fraps oder was? Warum nicht OBS? Nein, ich streame mit OBS, aber ich nehme das Ganze für YouTube noch auf, mit Fraps. Es liegt an meinem Internetrouter. Irgendwie bricht das alle paar Minuten ab, einfach so random und dann ist es sofort wieder da, das Internet. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, das ist jetzt schon seit keine Ahnung wie lange so. Falls sich da irgendwer mit auskennt, wir haben einen neuen Router gekauft mittlerweile, das hat nicht geholfen. Die Internetanschlussbox wurde ausgewechselt, hat auch nicht geholfen. Dann habe ich den Router mehrmals neu gestartet, hat auch nicht geholfen. Dann habe ich die Router, wie heißt es hier, Router-Software geupdatet, das hat auch nicht geholfen. Ja, und mittlerweile habe ich keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll. Keine Ahnung, woran das noch liegen könnte. Also falls sich da irgendwer mit auskennt, kann mir derjenige gerne schreiben.
So, da wollte der Ezreal gerade den Drake wegsnacken, aber das hat nicht wirklich geklappt. Anbieter anrufen habe ich auch schon angerufen. Ich habe schon bei EWE angerufen. Die haben uns ja diesen Techniker denn hierher geschickt, der meinte, es liegt an der Box. Also an der Anschlussbox. Der hatte die ausgewechselt und war es trotzdem immer noch scheiße. Poppy muss hier ein bisschen aufpassen. Das Game wird pausiert, okay, was ist jetzt los? Gucken wir mal in den Chat. Was ist los? Uno Momento. Sechs, 600er Ping, Rec. Okay, es geht weiter. Da hatte einer gerade einen High-Ping, wie ich immer in jedem Spiel. Okay. Oh, jetzt hier. Schöner Stunt von der Poppy wieder. Boah, da wurden einfach zwei instant rausgecatcht. Hab gar nicht gesehen, wer das gerade war. Rek'Sai und Poppy wurden einfach instant rausgenommen. Das ging auf jeden Fall mega schnell. Ach, ich muss ein bisschen aufpassen. Der Laser macht natürlich krassen Burst von dem Victor. Boah, hätte der Burst einfach von dem Victor so heftig. Ist schon ganz nice, das Spiel. Es ist auf jeden Fall mittlerweile wieder ausgeglichen. Obwohl, der Goldvorteil ist schon auf der Seite von NSW. Aber es sind halt nur zwei Kills Vorteil. Natürlich hat NSW den Drake und vier Türme. Ja, stimmt. Okay, das ist doch nicht ausgeglichen. Natürlich haben sie jetzt auch nur diesen Baron-Buff von Fiora. Das pusht natürlich auch nochmal schön. Wie ist der Spielplan? Ich habe den Bot ausgemacht, aber ich kann euch den gerne mal schicken. Nein, ich mache keinen Nightbot rein. Ich versuche so wenig Internetseiten wie möglich aufzuhaben. Damit das nicht noch mehr hängt. So, Manuel, Kamera, danke. Also es läuft, also das Internet läuft ja, das ist ja das Problem. Und immer wenn ich da anrufe, dann sagen die, ja, ist ja alles am Laufen. Es bricht halt immer nur so für so ein paar Sekunden ab und dann geht es normal weiter. Aber wenn man online zockt, dann sind diese paar Sekunden halt richtig scheiße, weil man immer aus dem Game rausgeschmissen wird und wieder neu connecten muss. Und wenn das dann alle 5 bis 10 Minuten passiert, dann kotzt das einen ganz schön an, muss man sagen. So, jetzt pusht hier BWI schon ganz schön durch. NSW kommt jetzt aber auch wieder an. 3 gegen 4 Situation im Moment. Ach, hier geht er all in. Das ist aber ziemlich riskant. Wird er auch instant ausgequetscht. Fiora holt sich hier den Kill auf der Ari. Und jetzt heißt es wahrscheinlich durchpushen. Oder? Nein, es heißt nicht durchpushen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Sie gehen lieber wieder in den Jungle. Das war ein bisschen zu riskant von der Ari, dass sie da einfach reingesprungen ist. Muss man auch nicht ganz verstehen, was das gerade war.
Ja, Marius, den haut du den Dingens rein, den Nightbot. Ist mir egal. Du könntest die Champions mal wieder sortieren. Ach so, ja, kann ich machen. Ahri Midlane, Viktor Midlane, Ezreal dahin. Ja. So müsste es richtig sein. Ich bin echt gespannt. Also es ist auf jeden Fall noch nicht entschieden, wer hier was macht. Das mit der Ahri war ein bisschen dumm eben, dass sie einfach reingesprungen ist. Alle warten hier, glaube ich, auf den nächsten Fight. Ist der nächste Drake hier wieder von NSW? Die werden sie sich auch holen. Der dritte Drake ist das mittlerweile schon. 8000 Gold Vorteil. Poppy geht hier jetzt wieder rein, muss ein bisschen aufpassen, weil sie ist ja ganz alleine noch gewesen. Fiora wird jetzt von dem Trash gehuckt. Trash traut sich aber nicht wirklich reinzugehen. Jetzt werden sie hier schon wieder downgeburstet. Ich weiß nicht, welcher Damage das ist hier. Oh, ich finde da gerade gar nicht durch, Alter. Was geht hier ab? Auf jeden Fall wird hier BWI richtig auseinandergenommen. Drei Leute jetzt down. Nur noch Ezreal und Ahri da. Und jetzt rotieren sie natürlich zum Baron. Was soll man auch sonst machen? Da wird geschrieben, ein nerviger Smiley. Ja. Und somit ist es der Baron für Nordseewelle. Das hat bis jetzt noch gar keiner gewonnen. Ja, also Rek'Sai als Jungler mit den meisten Kills hier unterwegs bei Nordseewelle. Olaf auf der Toplane bei BWI mit 0,6, Alter. Was ist da denn passiert? Oh, der Volibear wird hier instant einfach aus dem Jungle rausgecatcht. Kann nichts machen. Ist natürlich auch krass, Fiora mittlerweile auf 5,1. Ist natürlich böse. Und jetzt pushen sie einfach hier in die Base. Sie pushen einfach rein. BWI kann hier nichts machen und wird hier... Oh, die Ahri macht jetzt aber ganz schön viel Damage auf dem... Fiora, Ezreal muss jetzt ein bisschen aufpassen. Muss sich da auch kurz wegflashen und kommt jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht weg. Rek'Sai holt sich den nächsten Kill ab. Und da sieht man schon alles. Die nehmen sie sogar in ihre eigene Base auseinander. Was war das denn bitte für ein Burst gerade? Krasser Burst von dem Viktor und das wird wahrscheinlich der Finish. Alter, der Burst von dem Viktor ist einfach unnormal. Und anscheinend war der Spoiler im Chat doch gar nicht so falsch. Ja, das war's. Und somit haben sie hier gezeigt, was sie drauf haben. Nordseewelle gewinnt ihr erstes Spiel, holen sie hier noch den Trash einmal kurz ab. Nochmal kurz was zum Mitsnacken. Rek'Sai verschwindet noch schnell. Und somit das erste gewonnene Spiel für Nordseewelle. Herzlichen Glückwunsch.